Hallo zusammen, Stefan hier von EDC Austria und heute möchte ich über den PPAKA 4.0 von Custom Knife Factory reden. Also für alle, die es nicht wissen, Custom Knife Factory ist mehr oder weniger eine russische Edelmarke, die machen Messer, Zubehör und eben auch diese PPAKA-Spinner. Und 2017 kam zuerst der 3.0er, dann zu einem exorbitanten Preis der PPAKA-S, der war aber von einem anderen Designer, der PPAKA 3 und der PPAKA-S waren noch zur Hochzeit. Der Spinner und jetzt, wo das Ganze sich eher schon widerlegt, gibt es noch den PPAKA 4.0. Wenn man sich hier den 3.0er anschaut, sieht man sehr deutlich, dass der Anton Malyshev da eindeutig von seiner eigenen Arbeit inspiriert wurde. Also er hat da jetzt nicht so viel geändert vom Design. Trotzdem, es war ein hervorragendes Design. Man hat in der Mitte Edelstahl, dann das Schwarze hier ist Titan, dann hat man hier Messing und das oben ist Edelstahl, das blau gefärbt wurde. Und hier, wo beim Alten, stand auf der einen Seite die Seriennummer. Und auf der anderen nichts, da waren nur die Metallstifte und jetzt hat man hier die Tritium-Slots, die auch ausgefüllt sind. Meines hat ganz normales grünes Tritium. Und was den meisten eine Freude sein wird, er läuft jetzt ruhig, dieser Spinner. Das ist zwar generell bei einem Tri-Spinner nicht so schwer, aber es war ein echtes Problem beim PPAKA 3.0, weil der kam mit einem 608 Kugellager, also dem großen. Man sieht hier, das ist das große und meiner ist einer mit Shield und sollte angeblich hybridkeramisch sein. Was aber wirklich drinnen ist, weiß ich auch nicht so genau. Es kann eines von drei Kugellagern sein. Ich kann das selber nicht feststellen, ohne dass ich Teile runternehme und das mache ich nicht so gern. Und der neue, da haben sie sich jetzt netterweise auf den aktuellen Industriestandard geeinigt. Und haben netterweise ein R188 Kugellager verwendet. Hier sieht man auf der einen Seite die Halterung. Hier oben sieht man dann die Seriennummer, die in meinem Fall 549 ist. Also die sind sehr wohl auch nummeriert. Ich weiß nicht, wie weit es geht. Der PPAKA 3 war auf 2880 Stück limitiert. Und bei dem weiß ich es nicht, ich weiß nur, dass den auch in verschiedenen Farben gibt. Es gibt den in drei verschiedenen Farben, die kosten alle den gleichen Preis. Und dann gibt es noch eine Version, die kostet über $500. Was mit der ist, weiß ich nicht, da sie ja nie was dazu schreiben. Weiß ich auch nicht genau, was da jetzt der Unterschied ist, weil bei jedem das Gleiche steht und der eine kostet halt mehr als das Doppelte. Der kostet nämlich nicht viel mehr als der 3.0er, der war bei $220, der war dann bei 425 und der ist jetzt wieder bei 235. Und jetzt ist dann noch der PPAKA Z verfügbar gewesen, kurz und kommt wieder. Der kostet aber auch nur $220. Und ich glaube, dann ist es bei Custom Knife Factory auch aus mit den Spinnern.
Weil, wie gesagt, das Ganze ist eigentlich schon eher am Vorbeisein wieder. Es sind nur noch einige Liebhaber dabei, so wie ich. Und ihr hoffentlich auch, wenn ihr euch das Video anschaut. Aber zum Spinner selber, das Einzige, wenn man es so macht wie ich, wenn man den Zeigefinger und Daumen halt und mit dem Mittelfinger anrennt, ist das nicht sehr angenehm, weil man hier so weit von der Mitte weg ist, dass es eine wirklich komische Bewegung ist, den wegzudrücken. Wenn ich es hier im Vergleich mache, bin ich ganz dran und kann in Ruhe meine Bewegung ausführen. Ganz einfach. Mit dem, während er natürlich überhaupt keine Hotspots hat, aber es ist einfach nicht so bequem. Natürlich habe ich mit dem schon eine Weile auch gespielt, aber trotzdem, es ist nicht so bequem wie mit irgendeinem Tri-Spinner. Also selbst mit einem 30 € Spinetic-Spinner habe ich die gleiche Laufzeit und eine schönere, also eine einfachere Bewegung. Allerdings, wenn ich jetzt nach dem den wieder in die Hand nehme, dann ist das einfach vom Gefühl her was anderes. Es fühlt sich anders an, es ist komplett anders gebaut. Man merkt, dass man was Wertiges hat. Es läuft sogar runder, weil das Beste an Rundlaufen, was ich je von einem Spinner gesehen habe, war dieser hier. Der hat zwar nur 2,25 Minuten ist der gelaufen, aber das ist einer mit zwei Kugellagern und dadurch, dass er zwei Kugellager hatte, das geht dann auch ein bisschen aufs Laufen. Der hier schafft ungefähr 3, 3,5 Minuten, aber wir machen eh noch einen Spin-Test mit dem. So von der Größe, man sieht eh, der ist bei weitem nicht so groß. Ich habe eine normal große Hand und man sieht hier, es ist genug Platz. Und angegeben sind es auch nicht und ich möchte nicht irgendwas Falsches sagen, weil ich sehe nicht so besonders. Man kriegt natürlich auch wie immer einmal Schokolade und einen Sticker mit, sowie eine Custom Knife Factory Tasche mit einem Poliertuch. Schauen wir uns mal das Gewicht an. Okay, wenn wir jetzt den 4.0er drauflegen, haben wir 68,8 Gramm. Und im Vergleich dazu, der 3.0er hat fast das gleiche Gewicht mit 63,1. Und jetzt der PPAKS hat zum Beispiel mit seinem vielen Titan nur 51,1. Also die Gewichte sind alle ziemlich um die 50 Gramm herum. Jetzt bleibt eigentlich nur mehr ein Spin-Test zu machen. Okay, dann schauen wir mal, was der Spinner so drauf hat. Okay, 3,1365. Das ist für manche anderen Spinner in der Preiskategorie oder auch drunter eigentlich recht kurz. Aber etwas, was Custom Knife Factory immer schon gesagt hat, ist, es ist ihnen egal, wie lang die Spinner rennen, weil sie sind nicht dafür gedacht, dass man 10 Minuten zuschaut, sondern zum Fidgeten, was wie gesagt bei dem etwas gewöhnungsbedürftig ist, aber wenn man sich dran gewöhnt, ist es recht angenehm. Also als ersten Spinner würde ich es nicht empfehlen, aber wenn man schon den 3.0er hat,
und vielleicht auch den Zweier und den Einser, was ich ja nicht habe, aber dann wäre es auf jeden Fall ein interessantes Stück. Oder auch das gute, die gute Krönung einer Sammlung, je nachdem, wie man das so sieht. Aber ich kann Ihnen empfehlen, aber mit Vorbehalt, sagen wir. Okay, ich hoffe, das war genug Information für euch. Ich habe diesmal wirklich alles gesagt, was mir am Herzen liegt. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, bitte gebt mal einen Daumen nach oben. Wenn es irgendwas zu sagen gibt, bitte hinterlasst einen Kommentar. Und falls ihr noch nicht habt, dann bitte abonniert den Kanal für zukünftige Videos. Und tschüss.